Ja, liebe Kickers-Fans, bei mir ist der Lutz Siebrecht, der sportliche Leiter von den Kickers. Wir haben ja gesagt gehabt, dass wir uns nochmal jetzt nach der Transferperiode unterhalten. Und das machen wir jetzt. Und vielleicht mal gleich zum Anfang ein paar Worte. Wieso ist das erste Fazit nach 7 Spielen? Wie fällt es jetzt aus? Ja gut, ich denke, durch die zurückliegende englische Woche, in der wir 3 Siege in Folge gemacht haben, ist es ein positives Fazit. Wir stehen momentan auf Platz 2 in der Liga. Die Spieler sind alle gut angekommen und die vielen neuen Spieler auch fühlen sich wohl bei uns. Und haben die ersten Schwierigkeiten haben wir ja auch schon gehabt, durch 2 Niederlagen in den Auswärtsspielen in Bissingen und Pforzheim. Aber in der Gemeinschaft haben wir das gut aufgearbeitet und sind jetzt, denke ich mal, auf einem sehr guten Weg. Du hast es gerade angesprochen, 3 Siege jetzt in einer Woche und jetzt dann auch beim letzten Spiel so richtig dann mit Tore. So kann es ja jetzt weitergehen. Ja, so wünscht man sich das, so stellt man sich das vor, aber das ist, Fußball ist eigentlich harte Arbeit, sage ich jetzt mal, und vor so Siegen steht immer sehr, sehr viel akribische Arbeit an, aber ich denke, wir haben uns jetzt auch diese Woche auf Freiburg sehr gut vorbereitet und sind sehr davon überzeugt, dass wir dort ein gutes Spiel machen. Ja, schauen wir mal auf die Transferperiode, ist jetzt geschlossen. Wenn ich richtig gezählt habe, 11 Neuzugänge, plus dann noch 4 aus der U19. Bist du zufrieden? Und wer war so der Königstransfer, wenn man das so sagen kann? Also einen Königstransfer gab es nicht, sage ich jetzt mal, sondern alle Spieler, die wir verpflichtet haben, haben wir bewusst ausgesucht und haben uns bewusst für die Spieler entschieden. Man sieht natürlich, dass wir die Mannschaft schon sehr stark verändert haben, aber wir haben ja auch gesagt, beim Antritt, sage ich mal, beim Amtsantritt, dass wir einen Fußball spielen wollen, der sehr laufintensiv und sehr, sehr temporeich sein soll. Und von daher mussten wir da was ändern. Und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Ich bin sehr zufrieden mit unseren Spielern, die wir in der Kürze der Zeit bekommen haben. Und jetzt arbeiten wir dran, Woche für Woche besser zu werden. Stand heute jetzt nach 7 Spiele, plus dann die im Pokal, was war bis jetzt die positivste Überraschung für dich oder für das Trainerteam? Generell war die positivste Überraschung für mich, dass wir so schnell zueinander gefunden haben als Mannschaft, als Team, trotz dieser vielen Neuzugänge, dass wir menschlich unheimlich schnell zueinander gefunden haben und dass die Mannschaft sehr fleißig und sehr willig ist, alles so umzusetzen, wie das die Trainer vorgeben. Wir haben 2 gleich starke Torhüter. Bist du auch ein bisschen überrascht, so wie mir, dass sich jetzt der Tobi Trautner statt der Broma als Nummer 1 durchgesetzt hat? Ja, also ich möchte sagen, wir haben 3 sehr, sehr gute Torhüter. Auch der Plato Gashi ist für mich ein sehr, sehr guter Torhüter. Und ich freue mich natürlich, dass wir auf dieser Position so viele Alternativen haben. Und zwei klare Spieler, die auch die Nummer 1 sein können. Und der Tobi Trautner hat sich in dem Wettkampf bis jetzt durchgesetzt. Aber der Thomas lässt kein Millimeter danach im Training ist hart dran, sage ich jetzt mal, und hat ja im Pokal auch gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Torwart ist. Ja, so soll es ja auch sein. Ausblick auf die nächsten Spiele, jetzt im September, morgen in Freiberg und dann noch gegen Nöttingen und Anfang Oktober dann im Achtelfinale des WV-Pokals gegen die TSG Balingen. Was nimmt man sich da so vor? Ja, wir tun gut daran, wie wir es auch letzte Woche in der englischen Woche gemacht haben, von Spiel zu schauen. Also wir denken jetzt nur an Freiberg und dann erst nach Freiburg an die nächsten Partien, sage ich jetzt mal. Wir nehmen uns natürlich vor, unsere Spiele zu gewinnen, unheimlich engagiert und leidenschaftlich anzugehen. Und ich denke, dass wir, wenn uns das gelingt, dass wir dann auch eine erfolgreiche Woche haben. Ja, das wünschen wir uns. Einen kleinen Ausblick so für die ganze Saison. Wer ist für dich so der Favorit mit um den Aufstieg? Wer wird so die Mannschaften sein, die oben mitspielen? Ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass es so sogar 5 Mannschaften sein werden, die sich da vorne platzieren werden. Wie man jetzt sieht, ist Göppingen dabei, so wie ich es gesagt habe, der VfB auch, natürlich, klar. Pforzheim hat ein bisschen überrascht bis jetzt, aber machen sehr gut, haben gestern 3-0 gewonnen in Nöttingen. Und wir natürlich gehören auch zu diesen 5 Teams. Und ich denke, dass dann noch eine Mannschaft reinrutscht, vielleicht Ravensburg, die auch da noch dabei bleiben wird. Ja, dann wünschen wir uns, dass wir jetzt weiter so spielen wie die letzten Wochen oder die letzte Woche und sagen gemeinsam auf die Blaue. Dankeschön. Ja.